Hallo zusammen, ich habe euch ja das letzte Mal versprochen, dass ich euch zeige, wie es mit dem Sammelbrotableger weitergeht, den ich zusammen mit euch erstellt habe auf der Schwäbischen Alb. Ich erkläre nochmal kurz: Sammelbrotableger, es waren einfach Brutwaben bzw. Brutbretter mit ansitzenden Bienen aus verschiedenen Völkern. In dem Fall waren das 7 Brutwaben, die ich in meinem Sammelbrotableger zusammengetan habe, und dazu habe ich noch 3 Futterwaben aufgefüllt. Den habe ich dann außerhalb von 2 Kilometer Flugradius von den ursprünglichen Völkern aufgestellt. Steht jetzt hier neben mir und habe den jetzt erstmal, ja, jetzt circa 9 Tage stehen lassen. Was ich noch gemacht habe, ich habe eine Zarge aufgesetzt, in dem Fall mit Mittelwänden. Gut wäre es, wenn man da Futterwaben hat, hatte ich jetzt leider nicht mehr. Deshalb habe ich Mittelwände aufgesetzt und eine Futtertasche, die ich regelmäßig mit Zuckerwasser auffülle, damit die Bienen einfach genügend Futter haben und ich danach auch die Futterwaben aufteilen kann für meine jeweiligen Ableger. Genau, also der Sammelbrotableger stand jetzt hier einige Zeit. 9 Tage. Warum? Weil es kann ja sein, dass sie noch aus offener Brut sich eine Königin angezogen haben, und diese Königinzellen möchte ich heute brechen. Nach 9 Tagen sind die, oder sollten die auf jeden Fall, alle verdeckelt sein, und dann mache ich das einfach gerade in einem Durchgang. Das mache ich jetzt heute mit euch zusammen. Danach geht es dann weiter mit dem Zuchtrahmen. Ich gehe also mit meinem Zuchtrahmen zu meinem Zuchtvolk. Nämlich meine allerliebste Königin und mein allerliebstes Volk, von denen möchte ich gerne nachziehen. Dort larve ich dann in sogenannte Weißelnäpfchen, das zeige ich euch nachher noch, die Larven von dem Zuchtvolk um, setze die hier in meine Napfhalter. Der Zuchtrahmen kommt dann später wieder in meinen Sammelbrutableger. Die freuen sich, weil die haben jetzt keine Königinzellen mehr und freuen sich über viele frische Larven, die sie dann zu Königinnen aufziehen können. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, auf der Höhe ungefähr befindet sich die Futtertasche, wo ich vorher noch mal Zuckerwasser reingefüllt habe. Und ich gucke jetzt mal gerade an die Mittelwände bzw. die Rähmchen, die ganz nah an der Futtertasche sind. Ja, also man erkennt es gut. Ich jetzt mal so. Wurde schon ausgebaut, passt komplett auf der Seite, auf der auch so gut wie, und da werden die dann ihr Futter hoffentlich einlagern, das ich ihnen gegeben habe. Das wollte ich euch noch mal nur kurz zeigen, und dann geht das jetzt gleich runter zu den Nachschaffungszellen, die ich mit euch zusammen brechen werde. Heute qualmt der Smoker nicht so gut. So, ich bin jetzt hier schon mitten im Volk. Ihr könnt mir gerne kommentieren, wie ihr das findet, wenn ich meine Kopfkamera verwende. Ich ziehe einmal Wabe für Wabe, um die Nachschaffungszellen zu entdecken. Normalerweise schüttel ich die ab, aber heute sind die Bienen einfach sehr, sehr nervös. Außerdem ist die Wabe sehr schwer, da mit Futter gefüllt. Und hier unten rechts also habe ich eine Zelle entdeckt, die ich breche. Das ist einfach von enormer Wichtigkeit, dass ihr da jede Nachschaffungszelle auch wirklich entfernt, weil sonst die Annahmequote der Larven sehr, sehr viel geringer oder bis gar nicht ausfällt. Auf der anderen Seite ist nichts zu entdecken. Deshalb mache ich die Wabe wieder rein und ziehe dann die nächste. Das würde jetzt hier einfach zu lange dauern. Deshalb gehen wir jetzt gleich weiter zum Umlarven. So, wir sind jetzt beim nächsten Schritt angelangt, nämlich dem Umlarven. Das möchte ich euch zeigen. Ich bin jetzt hier bei meinem allerliebsten, besten Volk.
Da ist noch eine Original F1 Königin drin von 2016, die ich von Simon Hummel erhalten habe. Und ich glaube, das ist die schönste Erinnerung, die er uns hinterlassen konnte. Ich bin super zufrieden mit den Bienen. Simons Bienen sind die besten. Er hat das auch verlinkt in dem Video. Ihr kennt das, ich kann hier ohne Schleier arbeiten. Ich rede gerne immer von meinen gelben Klebebienen, weil wenn ich die abschütteln will, die bleiben einfach auf der Wabe hocken. Die sind so wabenstet und total friedfertig. Genau, von denen möchte ich nachziehen. Das heißt, ui, das war nicht gut. Cut. Ich habe ein bisschen zu schnell reagiert. Ja, also mein bestes Zuchtvolk. Was ich machen möchte, ist ja von denen nachlaufen. Ich habe schon alles vorbereitet. Ich habe hier meine Näpfchen, wo ich die Larven reinmache. Meinen Schweizer Umlauflöffel und meinen Zuchtrahmen mit dem Näpfchenhalter. Ich habe die einfach jetzt mit Wachs auf dem Zuchtrahmen festgemacht. Man kann hier unten auch noch eine Reihe machen, da ich aber schon zwei Sammelbrutableger gemacht habe mit Königin, habe ich momentan fast genug. Ich habe auch schon gerade nach einer tollen Brutwabe geguckt mit Larven im L1-Stadium. Das heißt, 3 Tage sind sie ein Ei, dann schlüpfen sie in die L1-Larve und in dem Stadium wird auch umgelauft. Also gucke ich jetzt mal rein und hole die Wabe raus, die ich mir ausgesucht habe. Ja. Und zwar ist das diese hier. Das war noch eine von den jüngsten, das heißt gerade frisch gelegte Eier und aber auch Larven dazwischen. Gerade in dem Stadium, wie ich sie brauche. Die anderen waren nämlich alle verdeckelt. Ich schüttel die jetzt nicht ab, um den Larven einfach nicht zu schaden und die eventuell rauszuschütteln, sondern feg die ab. Guck jetzt aber auch noch mal vorher nach der Königin. Die sollte hier aber auch wieder markiert sein. Wenn ich euch das mal zeigen darf, die sind wunderbar schön gelb, ruhig, also extrem ruhig. Fliegen kaum auf. Super lieb. Ja, und haben auch schon viel Honig gesammelt. So, dann feg ich die einfach mal ab. Sollte gehen. Und ja, die Seite ist schon ganz gut. Leg den hier so rein, dass ich arbeiten kann. Mache aber das Volk wieder zu. Ich suche mir also eine frisch geschlüpfte L1-Larve auf der Brutwabe raus. Man kann sich auch eine Lupe oder eine Taschenlampe oder Kaltlichtquelle zur Hilfe nehmen, damit man die besser findet. Ja, also ich hatte schon deutlich bessere Waben, aber ich orientiere mich jetzt einfach an den Eiern, weil um die Eier herum, da schlüpfen dann in dem Fall die jüngsten Larven im L1-Stadium. Da habe ich jetzt schon eine entdeckt. Die sind ja so halbmondförmig und ich versuche dann einfach von hinten mir die zu schnappen und genau so wie sie lag, auf der Seite auch wieder abzusetzen. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das Bild das aufgenommen hat, ist aber auch egal. Die fertigen stelle ich jetzt einfach mal da hoch. Thank you.
So, ich bin jetzt fertig mit Umlarven und stecke die fertigen umgelarvten Näpfchen in meinen Näpfchenhalter bzw. in meinen Zuchtrahmen. Der muss stabil stehen, damit die auch reingedrückt werden können. Das sind jetzt 14 Stück. Mich würde mal interessieren, wie bei euch so die Erfolgsrate ist. Also wenn bei mir so 60, naja, sagen wir mal 70-80% angenommen werden, bin ich schon sehr zufrieden. Unter die Hälfte geht gar nicht. Gibt es denn Imker unter euch, die schon so gut bewandert sind mit der Königinzucht, dass ihr eine 100%ige Erfolgsquote habt? Das würde mich mal echt interessieren. Und an was es dann auch liegt, dass die Zellen nicht angenommen worden sind. Ich hatte einmal den Verdacht, es wäre mein Löffel. Einmal hatte ich den Verdacht, es sind die Näpfchen, weil ich gebrauchte genommen habe. Das ging gar nicht, also musste ich neue kaufen. Aber jetzt momentan bin ich eigentlich recht zufrieden. Ich gucke dann immer am nächsten Tag, wie viele angenommen worden sind. Also den nehme ich jetzt mit nach Hause zu meinem Sammelbrutableger, hänge den Zuchtrahmen da rein und gucke dann gleich am nächsten Tag nach, wie viele von diesen Larven aufgezogen werden wollen durch die Bienen, beziehungsweise ob die Bienen das natürlich wollen. Und das sieht man relativ zügig, da wo ein Hofstaat drumherum ist und wo das Wachs schon gebaut wird, die sind angenommen worden und die restlichen wurden dann ausgeräumt aus irgendwelchen Gründen, weil ich die vielleicht zerquetscht habe oder so. Und eventuell larve ich dann sogar auch am nächsten Tag nochmal nach, je nachdem wie der Erfolgsquote ist. Ja. Wir sind dann also fertig und ich bringe den Zuchtrahmen jetzt wohlbehütet zurück in das Pflegevolk bzw. Sammelbrutableger und hoffe, dass viele, viele kleine Königinnen aufgezogen werden. Bis dahin! So, wir sind jetzt genau einen Tag später und ich möchte schauen, wie viele Larven angenommen worden sind von denen, die ich gestern umgelarvt habe. Das waren ja genau 14 Stück und jetzt zähle ich einfach mal nach. Jetzt gleich in die Mitte, um sofort zur Zuchtgarte zu kommen. So, also auf den ersten Blick sieht es schon mal gut aus. Ich zähle jetzt immer nach. Ja, okay. Es sind doch weniger angenommen, als ich mir erhofft habe. Das sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. 6, wenn ich es richtig gezählt habe. Von 14, also weniger als die Hälfte. Naja, das konnte ich schon mal besser. Beim letzten Zuchtdurchgang war ich sehr zufrieden. Da waren es ja von 25 oder 26. 20, die angenommen worden sind. Aber so kann es gehen. Es ist halt nicht immer gleich. Was da jetzt mit reingespielt hat, ob da beim Transport irgendwas verschüttelt worden ist oder ich einfach beim Umlarven eine Larve zu sehr gedrückt habe, da ist man nicht dabei, das weiß man nicht. Das entscheiden die Bienen. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja eigentlich schon genug Königinnen und bin sehr zufrieden. Ich mache das Volk wieder zu. Und dann dürfen die schön ranziehen und verdecken, bis wir dann verschulen. So, ich möchte euch auch einmal noch zeigen, wie ich verschule. Ich bin jetzt hier bei einem Zuchtvolk bzw. bei meiner Königinzucht, die einfach schon eine Serie weiter ist. Die sind jetzt ein paar Tage vorm Schlupf und da ist es wichtig, dass die Königinnen mit so einem Lockenwickler oder Königinnenkäfig verschult werden, nennt man das. Da wird hier einfach aufgesteckt mit ein paar Begleitbienen. Ich zeige euch das gleich an der letzten Zelle. Und
Ich will ja natürlich nicht, dass sie schlüpfen und dann eventuell die erste Königin, die schlüpft, würde dann alle anderen abstechen und ich möchte die ja nachher aufteilen auf meine Ableger. Soweit zur Theorie. Ich habe jetzt hier meinen Lockenwickler und sammle ein paar Begleitbienen. Manche machen es auch ohne Begleitbienen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mit Begleitbienen wesentlich besser ist und weniger risikobehaftet, dass die Königin, wenn sie schlüpft, verhungert. Die werden dann einfach besser gewärmt und gefüttert. Also mache ich da mir ein paar Bienen rein. Ich habe da jetzt so 3 bis 4 Begleitbienen drin. Ich zeige euch das mal. So. Das sind, glaube ich, sogar 5. Und gehe jetzt hier vorsichtig über meine Königinzelle drüber. Einer ist raus, ist nicht so schlimm. Ganz langsam, dass ich die Bienen nicht quetsche und auch die Zelle nicht beschädige. So, das ist immer so eine ganz heikle Sache, aber ihr seht, hier war die Erfolgsquote sehr, sehr gut. Es waren 25 Larven, die ich umgelarvt habe und 20 wurden angenommen und gepflegt. Dann drehe ich wieder, das ist praktisch an diesen Zugklappen, dass man es hier einmal drehen kann. Drehe ich die wieder in Position und hänge sie zurück in meinen Sammelbrutableger. Und in ein paar Tagen werden die Königinnen hoffentlich geschlüpft sein. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder. Ich werde, wenn ich es schaffe, ein Video drehen, um die Ableger dann zu bilden. Bis dahin. Tschüss.